In der Spezialwelt ist nur das Level Super Final Test abzeichnbar dafür. Noch ein Level? Das ist doch nicht wahr. Das ist nicht wahr, dass jetzt noch ein Level kommt. Ich dachte, das war eben das finale Finale. Aber nein, war es nicht. Das hier ist das finale Finale. Finaltest, ewiges Wunder. Nee, das haben wir schon gemacht. Hier geht's noch weiter. Hier geht's noch weiter. Wie viel denn noch? Wie viel denn noch? Also bitte jetzt nicht mehr. Doch, das ist das Ende. Super Finaltest, Abzeichenparade, Schwierigkeit 5. Ich darf nur dieses Abzeichen verwenden. Krass. Achso, weil ich mit den Abzeichen... Achso, Daumen Abzeichenparade. Ich muss hier mit den Abzeichen wirklich arbeiten. Ach du Heil... Okay. Ach du Heilige. Okay. Langsam, langsam. Nein, ich drücke halt nicht nach unten, aber ich hab's halt so ein bisschen angeditscht. Das ist das Problem. Ich hab's so ein bisschen angeditscht. Und das ist das Problem gerade gewesen. Das war doof. Das war doof, Mann! So, jetzt so richtig. Jetzt richtig. Zack. Mit dem Ding hier mitspielen. Keine Stampfattacke. Ich nutze nur das Steuerkreuz jetzt. Ich nutze nur das Steuerkreuz. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich hoffe, es gibt so ein paar Rastmomente. Gibt es hier nochmal 10er Münzen? Ich glaube sogar fast nein. Gibt es hier? Doch, es gibt hier 10er Münzen. Nein. Wo sind die dann, bitteschön? So, jetzt ist Schwebehochsprung. Oh, es gibt dann auch nochmal eine Unsichtbarkeitspassage, oder? Ich merke gerade. Es läuft, glaube ich, Super Mario Galaxy Musik. Kann es sein? Ja, es ist Super Mario Galaxy Musik. Wie soll denn das hier jetzt so funktionieren? Ich glaube, von ganz oben... runterspringen? Das ist Super Mario Galaxy Musik. Das ist wenigstens sehr, sehr geil. Aber ich bin hier gerade ein bisschen überfahren. Warte mal, vielleicht mit einer Stampfattacke. Ja, mit einer Stampfattacke. So, hier wieder eine Stampfattacke, um mal ein bisschen weiter jetzt zu kommen. Mann! Ich kann die Stampf... Ich weißt du, das Problem halt dabei ist auch, wenn ich im Schwebehochsprung, in diesem Fall bin. Ich drücke halt automatisch so, mein Kopf drückt automatisch nach unten, sodass ich, weil ich einfach nach unten gleiten möchte. Aber es ist halt die Stampfattacke. Natürlich. Das ist so fies. So richtig fies. Und wir sind erst am Anfang. Wir sind wirklich erst am Anfang. Das ist... Ich hasse es. Ich hasse das Level jetzt schon. Hey, ich weiß nicht, wie man das perfekte Timing da hinlegen soll, weil man die Fallhöhe nicht beeinflussen kann. Okay, jetzt bin ich hier. Man kann halt da die Fallhöhe so gar nicht beeinflussen. Das ist halt verdammt doof. So, jetzt hier nochmal das Ganze. Genau so. Ich werde jetzt hier nur mit Stampfattacken arbeiten. Aber nicht, bitte nicht so schnell nach vorne fahren. Stampfattacken. Deshalb. Damit das wie vorhin nicht nochmal passiert. Okay, nochmal neu. Nochmal neu. Vielleicht werde ich das auch irgendwie anders cutten jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich das cutten werde. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Dann jetzt hier auf jeden Fall wieder raus mit dir. Nächste Stampfattacke. Okay, das haben wir jetzt wenigstens geschafft. Das haben wir wenigstens jetzt geschafft. Kommt direkt das nächste ab. Ja, Delfin. Hatten wir schon länger nicht mehr benutzt. Oh mein Gott, ey. Ja, ich habe noch einen Pilz auf Reserve, ich weiß. Aber ich will eigentlich gar nicht diesen Pilz einsetzen.
Weil ich eh sterben werde. Ich finde, das ist hier die fieseste Stelle, weil man muss zwingend durch die Mitte durch. Und man muss halt Glück haben, ob man das richtige Timing erwischt hat. Okay, gut, jetzt bin ich wieder hier, ohne nochmal zu faden. Okay, erstmal hier. Ich kann ja ganz normal erstmal schwimmen. Und dann im richtigen Moment R drücken. Genau, so, so machen wir es. Jetzt wieder normal schwimmen. Bis hierhin. Und jetzt hinterher, hinterher. Das ist die 10er Münze, warte kurz. Schnell rüber da. Die erste, die erste, die erste. Sehr schön. Dann ist das Ganze normal. Hier werde ich jetzt sterben. Hier werde ich jetzt sterben. Nein, werde ich nicht. Werde ich nicht. Okay. Oh mein Gott, ey. Ich werde irgendwann mal den Pilz einsetzen, den ich aktuell noch habe, wenn ich weit hinten bin. Hier am Anfang will ich das jetzt noch nicht. Weil ich eh dann nach sterben werde. Ist ja hier abartig. Nein! Okay. Bleibt jetzt meine 10er Münze wenigstens gespeichert, danke. Ja, hier werde ich jetzt sterben, weil ich habe versucht, dem Ding auszuweichen, aber ich muss ja da in die Mitte rein, das ist das Problem. Ah! Aber stimmt, ich kann ja ab und zu auch mal die falsche Mütze loslassen. Vielleicht ist das mal eine Idee als Strategie. Ich weiß es aber nicht. Übrigens lasse ich mich wirklich immer bei der Fallschirmmütze-Passage treffen. Bei dem, wo man halt zwingend durch muss, was ich jetzt ein paar Mal eingeblendet habe. Da lasse ich mich immer treffen, das ist das Problem. Sonst einmal hier mal als großer Luigi hier zu sein, wäre auch wirklich sehr, sehr gut. Aber das muss ich auch erstmal schaffen. Dankeschön, Dankeschön. Das sei geschafft. Was kommt als nächstes? Der Duck-Hochsprung. Oh, ich bin so groß und es gibt Checkpoints? Okay, das ist sozial. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Mit Checkpoints auf keinen Fall. Okay, da bin ich jetzt natürlich... Das war meine einzige Chance, wo ich hier auch jetzt so groß bin. Sonst wäre ich jetzt hier nicht groß gemacht. Aber immerhin gibt es Checkpoints. Immerhin gibt es hier Checkpoints. Und sagen wir es mal so, jetzt muss ich mich hier nicht aufs Ducken konzentrieren. Boah, ich verliere die Leben trotzdem. Ich muss auf die Leben trotzdem Acht geben. Weil das Problem ist einfach... Achso, ja stimmt. Ich muss ja trotzdem den Duckhochsprung aufladen. Nein, da muss ein kleiner Sprung. Das Problem mit den Leben ist, sobald ich Game Over bin, sind die lila Münzen weg. Und auch mein Checkpoint weg. Ich habe nicht viele Leben. Dass das in einem 2D Mario jemals relevant ist, hätte ich nicht gedacht. Warte nochmal nach unten. Nein, das war dumm. Ich hätte eher nach rechts. Ah! Mann. Und es kommen noch so viele Passagen. Aber ich denke mal, es werden eh nur die normalen Abzeichen gemacht. Diese neun Stück. Neun Abzeichen müssten das sein. Wir haben bisher drei gemacht. Vor diesen. Das war hier Fallschirmmütze. Dieser Hochsprung. Dieser Schwebesprung. Und Delfin. Das heißt, vielleicht gibt es nach dem sechsten nochmal einen Checkpoint. Das heißt aber, es kommt auch noch einiges auf mich zu. Okay. Da brauchte ich jetzt den Duck-Hochsprung. Ah! Den habe ich halt nie eingesetzt. Das ist einer der Abzeichen, die ich so gut wie nie eingesetzt habe. Nur mal ausprobiert und dann gar nichts mehr mitgemacht. Okay. Wollte gerade sagen, was kommt denn jetzt auf mich so? Okay, nice. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Oh mein Gott, ey. Was kommt jetzt? Was ist denn das? Ach, das ist dieser an die Wand. Ja, ist klar. Spring gegen die Wand und dann noch einmal. Ist. Ja, mit Zeitdruck sogar. Mit Zeitdruck. Ist klar. Hier gibt es wahrscheinlich die nächste 10er Münze. Nein, da ist so ein Ding. Mann! Warum hast du eine Stampfattacke? Ich habe doch nicht mal auf die Stampfattacke gedrückt.
Aber ich lerne dazu. Ich habe Doku Hochsprung trotzdem jetzt direkt geschafft. Was sehr, sehr gut ist. So, und jetzt hier. Das sollte eigentlich kein Problem sein, weil das habe ich ja viel eingesetzt. Doku Hochsprung ist jetzt wirklich kein Problem mehr. Zack. 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 Jetzt hier einmal drehen. So hoch. Wunderbar. Wow, die Sonnen, die Sonnen. Eieiei. Es kommt jetzt. 10er Münze? Nice. Ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, um mich zu konzentrieren. Ich muss hier hin. Haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Oh nee. Oh nee. Nee, ey. Ich bin klein. Aber ich will meinen Pilz immer noch nicht einsetzen. Nein, ich setze den Pilz nicht ein. Wahrscheinlich gibt es dann nach diesem Level, nach dieser Passage einen Checkpoint. Aber mir gefällt wenigstens meine Lernkurve, dass ich jetzt hier nicht einmal gefailt bin gerade. Auch nicht beim Hochsprung. So, zack. Ach, Mann! Wie soll ich denn das schaffen? Und jetzt bin ich natürlich wieder hier. Okay, okay, okay. Ich muss mir genau angucken, wo ich safe bin. Hier bin ich safe. Hier bin ich safe. So, zack, wunderbar. Weiter geht es, weiter geht es. Das muss ich perfekt timen. Das war nicht perfekt. Das war das Gegenteil von perfekt getimed. Jetzt habe ich hier... Ich war abgelenkt. Ich war abgelenkt. Okay. Ich sammle auch möglichst immer viele Münzen ein. Zumindest die, die immer auf dem Weg liegt, damit ich halt Münzen kriege für One-Ups und so. So, wunderbar, wunderbar. Da ja auch immer alle Blumen aktivieren. Das war jetzt so gut, das war jetzt so gut. Komm, die Münzen kann ich mir, zumindest die zwei kann ich mir nehmen. Was soll denn das jetzt für ein krankes Zeug? Ach du Heilige, dass ich das jetzt nicht geschafft habe. Na egal, die eine Münze, die ist egal. Warte, vielleicht kleine Sprünge und dann kann ich das besser timen, wann ich losspringe. Sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich glaube, das habe ich jetzt hier geschafft. Jetzt hoffe ich auf einen Checkpoint. Nee, es ist noch nicht geschafft. Da atme tief durch und springen, ja. Nein. Ich muss mich jetzt erstmal wieder an das andere Feeling reinsetzen. Ich hab doch B gedrückt, Mensch. Ich wollte keinen Stampfattack machen. Ich habe schon mal nach unten gedrückt, um dann diesen Duck-Hochsprung aufzuladen. Das war problematisch. Du sollst keinen Stampfattack ausführen! Meine Leben gehen weg! Okay, jetzt sind wir wenigstens hier wieder am Start. Aber jetzt muss ich natürlich das wieder hier alles schaffen. Oh, das ist doch ein... Krampf, ein Krampf ist es. Ein Krampf ist es. Okay, okay. Jetzt. Sehr schön. Hier kurz warten. Sehr schön. So, wartet kurz, wartet kurz, wartet kurz. Das ist halt jetzt entgegengesetzt. Das ist das Problem. Sehr schön, sehr, sehr schön. Aber es geht ja noch weiter. Das wissen wir ja schon. Münzen alle einsammeln. Und hier bin ich, glaube ich, gestorben. Ja, genau, hier bin ich gestorben. Also ich glaube, da geht es noch weiter. Vielleicht geht es jetzt wieder besser, weil ich hatte gerade für den letzten Versuch, wo wir hier waren, hatte ich leider asynchronen Sound, weil ich zwischenzeitlich mal die Datei gespeichert habe, falls der PC wieder einfriert, wie schon mal in der Splatoon-Aufnahme. Da habe ich sicherheitshalber gemacht und dadurch wurde irgendwie dann, als ich die Aufnahme wieder gestartet habe, der Ton asynchron. Nur für mich, für euch nicht. Aber für mich, und das ist gerade bei solchen getimten Springen doch ein bisschen doof. Gerade wenn man wirklich solche Sprünge hier timen muss. Eieiei, das war doch ein bisschen dolle knapp, muss ich sagen. Zu dolle knapp, nach meinem Geschmack. Sehr schön, das haben wir.
hier alles einsammeln. One-Up habe ich bekommen, sehr, sehr wichtig. Wie machen wir das? Wenn er gerade bei mir durch ist, nein, auf keinen Fall. Wenn er gerade oben ist, dann springen. Ah, ich trau mich nicht, ich trau mich nicht. Jetzt. Nicht. So schlecht von mir. So schlecht von mir. Ich habe falsches Timing. Ich war jetzt unaufmerksam und dann habe ich das falsche Timing erwischt. Warum rutschst du so? Warum rutschst du so? Nein, ich habe nur 14 Leben. 14 Leben nur noch. So. Gut. Dann gucken wir mal jetzt weiter hier. Zack. Nein. Danke. Komm, die Münzen nehmen wir mit. Komm, die eine auch noch. Danke. Hier einfach durchspringen. Das war trotzdem sehr, sehr dolle knapp, muss ich sagen. So, jetzt hier kurz warten. Nicht zu leichtsinnig werden. Nicht zu leichtsinnig werden. Dankeschön. So, her damit, her damit, her damit. Damit, dass ich hier noch in dem Spiel mit Leben noch Probleme kriege, hätte ich auch nicht gedacht. Jetzt bin ich halt wieder hier. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Das sind nur kleine Feuerstrahlen. Ich spring einfach daneben! Du sollst keine Stampfattacke ausführen! Du sollst keine Stampfattacke ausführen! Ach man, 13 Leben nur noch. Ohne die dummen Fehler hätte ich noch so viel Leben jetzt. Ohne diese dummen Fehler. Okay, okay. Weiter geht es. Nach vorne sehen. Ich habe bald wieder ein One-Up voll. 100 Münzen voll. Nein! Der macht schon wieder eine Stampfattacke. Der macht schon wieder eine Stampfattacke. Der macht schon wieder eine Stampfattacke. Nur weil ich schon mal nach unten drücke, um das vorzubereiten. Diesen Duckhochsprung vorzubereiten. Ich darf erst jetzt ducken. Okay, ich bin weitergekommen. Ich bin schon mal weitergekommen. Ich bin jetzt da auch so ruhig, weil ich mich konzentrieren muss. Ist doch abartig hier alles. Mit genügend Leben würde ich das schaffen, aber... Oh mein Gott. Okay, hier bin ich tot. Hier bin ich tot. Das ist das Problem. Da bin ich tot. Mann! 7 Leben nur noch. Da muss ich alles nochmal von vorne machen. Wie kriege ich ein Leben überhaupt her? Weiß ich auch noch gar nicht. Das ist ein Problem für später. Oh mein Gott. Warum bist du so weit weg dann? Krieg ich nicht genügend Boost oder was ist da los? Ich krieg nicht genügend Boost. Augenscheinlich. Wie soll ich denn... Ich muss auf diese Schräge da irgendwie raufkommen. Mann! So, weiter geht es, weiter geht es. Ich. Das ist doch nicht wahr! Wie komme ich denn da hoch? Ja, weiter so! Nee! Ich will es zwar endlich schaffen! Das ist doch nicht wahr! Das ist gefühlt random, obwohl es gar nicht random ist. Also fühlt es sich halt an. Nein, ich weiß, dass ich da... Ich muss einfach weiterlaufen und dann springen, aber ich krieg das nicht in meinen Kopf hinein. Weiter so!
Oh mein Gott. Das, ich verstehe es. Doch, ich verstehe es. Ja, ich mach das die ganze Zeit einfach auch falsch. Bei diesen Kurvis mache ich es falsch. Ich muss so und dann so. So macht man das. Nein, falsch. Falsch. Ich krieg das nicht in meinen Kopf hinein, weil es einfach so abartig anders ist, dass man mit Absicht runterläuft. Das war ja bei den Abzeichentests schon so. Jetzt schafft er nicht mal den Sprung da. Einnehmen. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal sterbe, bin ich Game Over. Oder vielleicht habe ich dann noch einen Versuch. Weiß ich jetzt nicht. Münzen habe ich jetzt auf jeden Fall nicht genug, dass ich noch ein Leben so kriege. Ich verfehle die Plattform. Okay, letztes Leben. Letztes Leben. Ich krieg keine 100 Münzen mehr zusammen. Oh, ich wollte gerade sagen. Concentration jetzt hier. Okay, es ist vorbei. Sehen wir auch mal den Game Over Screen. Sehen wir auch mal den Game Over Screen. Ich danke dir für alles, was du für uns tust. Bitte nimm diese 5 Wonderpilze. Sie sind bestimmt sehr nützlich. Ja, toll. Toll. 99 One-Ups kaufen. Let's go. Zack. Ist auch Maximum hier in dem Spiel. Alles klar. Wissen wir das jetzt auch mal. Warte, das. Dann werde ich jetzt das ganze Level nochmal neu zocken, bis dahin, wo wir jetzt stehen geblieben sind. Fails werde ich wahrscheinlich wieder mit reinschneiden, aber ist aber mal so, dadurch, dass ich ja jetzt weiß, wie es geht, sollte es nicht so schwer sein. Ich bin am Überlegen, ob ich auch richtig Power-Ups mitnehme, aber nein, machen wir nicht. Ich habe ja noch den Pilz noch übrig, oder? Der wurde mir ja jetzt nicht weggenommen, oder? Wehe, der wurde mir weggenommen. Wehe, der wurde... Power-Ups bringen ja eh nichts. Die bringen ja eh nichts. So, gucken wir mal rein. Ich muss von vorne wahrscheinlich starten. Gucken wir mal. Mein Pilz habe ich noch als... Habe ich nicht mehr als Backup. Nee, das machen wir nicht. Dann hole ich mir kurz neue Power-Ups. So, ganz einfach. Ich will doch meinen Pilz behalten. Den habe ich extra aufgespart. Okay, da bin ich jetzt mit Elefanten-Outfit und als Reserve halt auch nochmal Elefant. Erschien für mich jetzt am sinnvollsten. Weil ich bin zum ersten Level gegangen. Und dann los geht's. So. Bis zum ersten Checkpoint ohne Fail. Das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt sind wir aber wieder hier bei diesem Spaß. Yay. Und er macht schon wieder eine Stampfattacke. Er macht schon wieder eine Stampfattacke. Das ist doch nicht wahr. Aber gut. Als kleiner Luigi ist das hier so ein bisschen einfacher, weil ich mich nicht überall ducken muss. Ich glaube, mir fehlt die Zeit, weil ich noch die 10er-Münze holen musste. Dann hatte ich nicht direkt gedacht. Oder vielleicht... Ah, ich schaff's sogar noch. Ich muss jetzt aber los. Okay. Ich glaube es nicht, aber auch das habe ich als direkt beim ersten Versuch geschafft. Krass. Krass. Okay, gut. Jetzt sind wir hier. Hier sind wir jetzt auch mal groß. Aber das bringt uns ja nichts. Wenn ich runterfalle... Hallo, ich drück doch schon die ganze Zeit... Hä? Achso, ich muss ja R drücken. Ich habe die ganze Zeit B gedrückt. Ich muss ja R drücken. Nee, ich muss doch B drücken. Doch, ich muss B... Warum hat es die ganze Zeit nicht reagiert? Ich habe doch mehrmals B gedrückt. Ich habe keine Ahnung. Das Spiel wollte einfach... Na toll. Dass ich wieder klein bin. Das Spiel wollte einfach nur, dass ich wieder klein bin. Jetzt sind wir aber wieder hier. Jetzt verstehe ich wenigstens das Prinzip. Und ich... Weißt du, ich habe jetzt keinen Druck mehr. Na toll. Ich habe jetzt keinen Druck mehr, dass ich hier unbedingt das schaffen muss, weil ich kaum noch Leben habe. Jetzt kann ich das ganz in Ruhe wieder angehen. Aber so fällig will ich jetzt hier eigentlich nicht weitermachen. Daher machen wir jetzt ganz normal hier weiter. Zack.
Hier runterlaufen, weiter. Runterlaufen, weiter. Runterlaufen, weiter. Zack, weiter. Zack, weiter. Rüber, weiter. Weiter. Genau so. So einfach. Es ist so einfach. Okay, jetzt die Pirouette. Die finde ich gut. Die finde ich gut. Die habe ich gerne genutzt. Die habe ich sehr, sehr gerne genutzt. Zum Beispiel kann ihr jetzt einfach mal so stehen bleiben und... Das... ist herrlich mal. Eine schöne Abwechslung. Sehr schön. Okay, jetzt kann ich hier mal nicht stehen bleiben. Ist aber nicht so schlimm, weil die Pirouette ist... Die finde ich super. Die finde ich super. Und zack, bin ich hier fertig. Mir fehlt aber noch eine 10er-Münze. Die müsste jetzt im letzten Bereich kommen. Unsichtbarkeit, oder? Nein, die Ranke. Unsichtbarkeit ist gar nicht hier mit drin. Okay. Das ist krank. Das ist krank. Das hält ja nicht ewig. Oh mein Gott, ey. Nur für das? Ich glaube, es ist wieder so was Weiterführendes. Was? Nein. Okay, das ist die letzte Stage. Vielleicht sollte ich da mein Item verwenden. Ich weiß es nicht. Okay. Schade, aber das war ein bisschen verfehlt. Ich weiß nicht, woran es jetzt gelegen hat. Ich hatte eigentlich B gedrückt. Keine Ahnung. Ach, schade. Da habe ich mich jetzt verkalkuliert. Mann. Nein, da habe ich den Sprung nicht geschafft. Na toll. Nein, schon wieder. Nein, doof. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Sehr, sehr schön. Oh mein Gott, ey. Oh, ich dachte kurz, ich krieg das nicht. Ich krieg das nicht. Dankeschön. Sehr schön. Oh mein Gott. Das ist hier tatsächlich nicht einfach. Das ist tatsächlich nicht einfach. Und mein Zusatz-Item bringt hier halt rein gar nichts. Okay, die anderen zwei Stages habe ich jetzt drauf. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ja, gut. Ah. Komm, einfach jetzt hier durch. Genau, so. Wunderbar. Sehr schön. Hier hoch. Das ist... Das muss sowas von verdammt genau sein. Nein, ich habe aus Versehen jetzt... Warum auch immer R gedrückt und nicht B. Warum auch immer. Das war zu früh R gedrückt. Na toll. Ach, Mann, oh! Ich will jetzt endlich hier mal weiterkommen! So, jetzt muss ich mal hier mal ein bisschen weiterkommen. Das wäre ganz gut. Das wäre sehr, sehr gut. Ja, diese Steindinger machen es aber auch nicht besser. Muss man dazu aber auch sagen. So, zack. Sehr schön. Hier hoch mit dir. Dass ich dagegen dingse! Mann! Wisst ihr was? Ich probier's mal. Ich probier's mal so. Das ist mein einziger Versuch als Elefant. Boah. Der Elefant ist aber riesig. Das ist das Problem. Der ist so riesig. Ich muss jetzt dieses kleine Teil damit treffen. Eieiei. Jetzt treffe ich das natürlich. Ja, der Elefant ist halt so riesig. Das ist das Problem. Ist da links noch irgendwie was? Nee, oder? Okay, wir gehen mal jetzt weiter. Wir gehen jetzt weiter. Irgendwo muss hier natürlich... Habe ich alle Dinge eingesammelt? Ich hoffe, ja. Ja gut, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Wer belastet, wenn ich hier die letzte 10er Münze nicht einsammle? Die muss ich mich auf jeden Fall kriegen. Die muss ich auf jeden Fall kriegen. Wo ist hier die letzte 10er Münze? Hier vielleicht? Ich weiß es nicht. Wo ist die? Haben wir die? Nein, haben wir nicht. Schneller, schneller. Das haben wir geschafft, was? 10er Münze? Fragezeichen. Es kommt noch Unsichtbarkeit. Ich dachte, wir haben nur 9 Stück. Nein,
Es kommen noch weitere. Ohne Checkpoint. Ach du. Das ist doch jetzt. Das ist doch nicht deren Ernst. Oh mein Gott. Ja, ist klar! Ist klar! Ist klar. Wo bin ich denn? Da bin ich. Das ist doch ein schlechter Scherz! Und jetzt muss ich hier wieder anfangen. Elefant habe ich nicht mehr. So ein schlechter Scherz. So ein schlechter Scherz. Ja, toll, jetzt natürlich sterbe ich jetzt hier, weil ich jetzt unkonzentriert bin. Aber das ist doch ein sowas von schlechter Scherz, mal ganz ehrlich. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein, dass die dann doch noch Unsichtbarkeit machen. Wie viel gibt's denn hier noch ohne Checkpoint? Nein, ich hätte da links auf die Wand. Ich habe es nur vorhin ja geschafft, weil ich Elefant war. Okay, ich bin wieder hier bei der Unsichtbarkeitspassage. Jetzt bin ich wieder ruhig. Okay, okay, das haben wir geschafft. Wo bin ich? Hier bin ich. Okay, okay. Alter Verwalter. Nein, daneben. Das habe ich gleich gemerkt, dass ich daneben gesprungen bin. Falsches Timing. Ah, okay, da habe ich jetzt daneben. Musste ja auch mal wieder passieren. Da bin ich ja noch nie gestorben. Ich habe gerade aus Versehen B gedrückt statt R, weil hier fürs Laufen muss man halt B drücken, um nochmal zu springen. Fürs Rodeo oder für diesen Tornado-Gedöns-Dingens muss man halt R drücken. Und das habe ich gerade verwechselt. Und hier sterbe ich gerade. Ich habe schon wieder B gedrückt. Ich habe schon wieder B gedrückt an der Stelle. Nein, warum mache ich jetzt solche Fehler hier? Okay, Unsichtbarkeit. Okay, Unsichtbarkeit. Ich bin wieder ruhig. Erstmal hier, zack und bäm. Los geht's. Das ist einfach nur Glück, was ich da habe. Das ist alles nur Glück. So, jetzt hier besseres Timing wie vorhin. Nee. Ich habe gemerkt, dass ich glaube zu weit links auf dieses Ding drauf gesprungen bin. Und dann kam ich nicht mehr hinterher. Würde ich jetzt mal schätzen. Man sieht ja einen nicht. Okay. Bei mir ist das Problem, bei mir sitzt noch die Zeit im Nacken. Ich habe eigentlich gleich in der Viertelstunde einen Livestream. Notfalls muss ich den ein bisschen nach hinten verschieben. Weil ich kann das Spiel hier nicht beenden, leider. Weil das ein Splatoon-Stream ist und da brauche ich den Spiel, muss ich halt das Spiel beenden, um Splatoon zu streamen. Okay, okay. Wo bin ich? Da bin ich. Da bin ich. So, kurz abwarten. Ich glaube, ich habe nicht im richtigen Timing B gedrückt, aber ich glaube, da hinten ist das Ziel! Nein, nein, ich habe den Sprung nicht geschafft. Übrigens, was auch sehr, sehr gut zu wissen ist, wenn ich jetzt hier schon einmal hier was reinkatte. Wenn man zu spät B drückt, während man hier runterläuft und dann zu spät B drückt, dann kann man nicht mehr springen. Dadurch bin ich schon so häufig gestorben. Das seht ihr auch an meinen Ton manchmal. Dass ich einfach manchmal gar nicht springe, das liegt daran, weil ich B zu spät drücke. Ach nee. Mann. Und der nächste tot. Komm, jetzt muss ich das hier mal jetzt wieder schaffen. Ich habe das Ziel gerochen. Nein, jetzt bin ich ja in dieser Stachelkugel. Ja, aber sagen wir es mal so, das Ziel zu riechen ist manchmal auch keine gute Idee, weil man dann leichtsinnig wird. Was problematisch wird. Oder aufgeregt. Eins von beiden. Oder beides. Hm.
Das war doch jetzt so schlecht. Okay, jetzt zieh ich Schnuppert. Let's go. Let's go. Okay, 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 okay. Okay, okay. Let's go, let's go, let's go. Oh mein Gott! Ich hab's, ich glaube, ich hab's, ich... Jetzt nur die Zielflagge erreichen. Das als Unsichtbarer ernsthaft? Jetzt! Ich hab's! Oh mein Gott! In 8 Minuten beginnt der Stream. Ai, ai, ai. Ey. Dieser Part, also allein die Passage hier an dem Level hat für mich 1,5 Stunden mindestens gedauert. 1,5 Stunden mindestens. Ich habe mehrere Cuts, also mehrmals die Aufnahmen mal zwischendurch gestoppt, um ja, den Parts zu sichern, sage ich mal. Es müssen mindestens 1,5 Stunden, wenn nicht sogar 2 Stunden mit muss gewesen sein, wo ich hier an diesem Level jetzt saß. Ach, nein. Und so leisteten Luigi und der Prinz Außergewöhnliches. Sie durchquerten alle Level der Spezialwelt. Du hast ein enormes Können bewiesen. Um diese Leistung zu würdigen, verdienst du ein geheimes Abzeichen. Das Stimmeffekte-Abzeichen. Was für ein großartiges Abenteuer. Vielen Dank fürs Spielen. Du bist wirklich wunderbar. Leute, ihr seid auch wunderbar, wenn ihr dran geblieben seid. Das Let's Play ist dann jetzt ja somit wirklich vorbei. Achso, ich wollte euch ja noch die ganzen Yoshis und so zeigen. Ach du Halli. Machen wir ganz schnell, das machen wir ganz schnell. Du hast alle Abzeichen gesammelt zur Belohnung, erhältst du eine Medaille, jetzt hast du schon 6. Yay. Wir haben es geschafft. Das ist eine großartige Leistung. Du kannst stolz auf dich sein. Ich frage mich ja, was geschieht, wenn du dieses geheime Abzeichen nutzt. Lass uns unseren Triumph feiern. Möchtest du es gleich verwenden? Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Das machen wir jetzt noch schnell. Dann muss der Stream halt notfalls kurz warten. Das machen wir ganz schnell. So, angelegt ist es. Ich gehe zur ersten Welt zurück. Da zeige ich euch auch mal so die Yoshis generell. Und mal, also ein Yoshi. Und dann erstmal gehen wir kurz mit Luigi rein. Wir gehen kurz Stimmverzerrer. Ich vermute mal, die Stimme des, der Blume da ist halt anders, oder? Guck mal. Und los geht's. Okay. Okay, krass. Krass. So, jetzt zeige ich euch noch die Yoshi ein. Also, ja, komm. Machen wir 2 Yoshis. Machen wir 2 Yoshis, die ich euch zeige. Plus Charaktere. Und machen wir einerseits natürlich den grünen Yoshi. Und dann meinetwegen, ja, den blauen Yoshi. Um euch mal hier ein bisschen was zu zeigen. Abzeichen kann Yoshi eh nicht nehmen. Also von daher ist das nicht so schlimm, oder? Ich mache auf jeden Fall wieder ein anderes Abzeichen rein. Damit die Yoshi, die Stimmen hier richtig sind. So, hier ist Yoshi. Kann natürlich keine Power-Ups nehmen, daher ist hier auch kein Power-Up drin. Kann Gegner in den Mund nehmen. Zack, zack. Und kann alle fressen. Kann eine Stampfattacke ausführen. Kann Flatterflug machen. So, hier ist... Aber gut, da passiert halt nichts. Zack. Lecker, lecker, lecker. So, hier nächster. Das ist halt Yoshi. Kann aber keinen Char nehmen. Hier, zack. Passiert nichts. Genau. Dann zeige ich euch nochmal einen anderen Yoshi. Um das auch nochmal gezeigt zu haben. Ich bin jetzt so glücklich, dass ich das Level geschafft habe. Und zwar noch bevor das Stream startet. So, meinetwegen jetzt hier noch der hellblaue Yoshi. Zack. Da gehen wir mal in ein anderes Level. Machen wir mal hier jetzt in dieses Level. Und dann zeige ich euch noch Mopsy mit einem anderen Level. Nichts wie hinterher, keine Ahnung, was das für ein Level war. Keine Ahnung. Wunderblumen kann Yoshi, glaube ich, auch nicht einsammeln. So, zack, da. Ja, komm. Komm mal jetzt, ja. Zack. Lecker, lecker, lecker. Kann ich auch die Früchte... Ja, wie sieht ein Yoshi jetzt aus, wenn er was gefressen hat? Das sieht ja ulkig aus. Auf jeden Fall kann ich das auch wieder zurückschleudern. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja, das ist wirklich gut zu wissen. Yoshi sieht da wirklich lustig aus. Und dann zeige ich euch jetzt noch einmal Mopsy. Und dann gehen wir nochmal in den Title Screen, um nochmal zu zeigen, ey, wir haben die 100%. Wir haben die 100%. So, Mopsy, let's go.
Ja, Mopsy, keine Ahnung, was mit Mopsy ist, ob der überhaupt was Besonderes kann. Kontakt mit Gegnern lässt Mopsy völlig kalt, steht unten links. Alles klar. Gut, dann ist, ja, dann hier wirklich. Ich kann kein Flatterflug, ich kann mit ihm nur herumlaufen und Gegner bekämpfen mit Springen. Mehr auch nicht. Genau. So, jetzt gehen wir nochmal kurz in den Title Screen. Das machen wir jetzt so schnell auch noch. Zum Titelbildschirm. Zack. Und dann die 100% bestaunen. Oh, ich glaube, das, doch, der Title Screen sieht jetzt anders aus. Cool. Schönes Detail und da haben wir alles geschafft. Vielen Dank fürs Einschalten hier bei diesem wunderbaren Projekt, bei diesem wunderbaren Spiel. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder zu Super Mario RPG. Ich freue mich drauf. Bis dahin und tschüss. Do-do-do-do-do-do.